Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Legends of Eisenwald. Jo, es sieht echt übel aus, ne? Man kann es nicht anders sagen, aber es sieht übel aus. Sag mal, achso, hier kommt man rüber. Die Frage ist, müssen wir hier rüber, ne? Und das für eine riesige Burg hier. Wartet mal kurz. Wartet mal kurz. Wartet mal kurz. Moment. Wieso? Wie kann das sein, dass niemand drin ist? Na gut, von mir aus. So, Kohlsitz. Schauen wir mal rein. Ja, ist ja gut. Burg Kohlsitz ist das reiche und unverwüstliche Heim der Familie Kohlsitz. Ihre Mauern sind so dick, dass man sie für einen Königssitz halten kann. Hey, Bettler, was macht ihr in unseren Ländereien? Beweist euren Wert mit einem Geschenk. Nee, wir haben keins. Schmeckt unseren Stahl! Die Frage ist... Auf wen, ne? Da fällt unser Mönch. Das ist nicht gut. Zack. So, jetzt kommt's drauf an. Wir müssen den hier heilen. Eigentlich würde ich gern den hier heilen, aber... Was soll ich machen, ne? Ich habe ja im Grunde keine Chance hier. Ah, die blöden Axtkämpfer, ne? Blöde Axtkämpfer. Echt doofe Axtkämpfer. 35 nur. Aber was soll's? Wir heilen. So, wie sieht's eigentlich hier aus? Gut. Ist sehr gut. Okay, das hält er aus. Da fällt unser nächster Mann. Und unser Ritter ist der letzte, der hier noch halbwegs steht. Heil mal lieber den. Nicht gern, aber was soll ich machen, ne? So, 34 ist perfekt. Das machst du gut, unser Armbruder. Ja, die Bogenschützen. Bogenschützen sind echt hier, oder? Schau doch mal hin, wie übel stark die gegenüber meinen Bogenschützen sind. Find ich. Ne, mach mal... Wartet mal, mach mal das hier. Ach so, das kannst du nicht. Nee, dann... Warte mal. Ach, du kannst nicht warten. Nee, dann... Ja, dann wiederherstellen. So, dann hau mal den um. Wo ist... Ach so. Höhere Initiative, ganz klar. So, jetzt kannst du aber warten, ne? Nee, kannst du wieder nicht. Und dann heil ihn. Was soll's? Boah. Der hat doch ein Schild. Boah. Wenn die jetzt natürlich nicht heilen kann, dann haben wir ein Problem. Nee, die kann. Gut.
Sehr schön. Darf nochmal. Boah. Echt. Gehört uns jetzt die Burg? Anscheinend nicht. Boah. Wieso gehört uns eigentlich die Burg nicht? Das ist alles hier nicht schön, oder? So, was kostet uns jetzt der Spaß? Oh, vor allen Dingen, wir kriegen so wenig. Was kostest du uns? So, du... Dich. Oh, das ist echt. 123 kostet uns der. Ich glaube, wir haben verloren. Ich glaube, das war's. Will nichts sagen, aber... Ich glaube, jetzt sind wir am Ende angekommen. Irgendwo habe ich da was ganz grundlegend Falsches gemacht. 3 Wunden hat er bekommen. Mist. Mist. Elendlicher Mist. Adrian der Fauler. Wir können ja eh nichts kaufen. Wir können gar nichts. Wir können... Ach, es ist so traurig zurzeit. Es ist wirklich sowas von traurig. Waren wir schon mal hier, ne? Die Bewohner von Burg Flach müssen immer wieder Witze über die niedrige Höhe des Bauwerks ertragen. Sie behaupten, ihre Vorfahren hätten nicht genug Gold gehabt, um höher zu bauen. Die Burgmauern sind in der Tat flach, der Name passt also. Bei Belagerung allerdings fliegen so viele Pfeile und Speere hinüber, dass sie nicht schlechter funktioniert als andere Burgen. Nett. Ein alleinstehender Bauernhof hat aber nichts gebracht. Ja, schön. Hm. 123 bräuchte ich. 123. Wo bekomme ich das Geld her? Wo? Wenn nicht stehlen. Was ist denn eigentlich hier hinten noch? Kohlebergwerke. Ja. Das ist ja eh nix, ne? Aber ich glaube, wir sollten dann trotzdem mal mit dem Kanzler wieder sprechen. Vielleicht. Oder vielleicht mal hier angreifen. Boah. Ist ja wieder übel. Ist ja wieder sowas von übel. Es wäre schön. Ja, danke. Klar, auf meine Heilerin. Und da fällt sie. Da fällt sie! 48. Da fällt sie. Hm, da fällt sie. Habe ich nicht gerade gesagt, der fällt sie? Ach, der hat noch eine Wundheilung übrigens. Aha.
Boah, das macht ja gar keinen Schaden. Boah, der macht da kaum Schaden. Ne, dem müssen wir erstmal einen Halt rangeben. Leider. Boah, die machen kaum Schaden. Ne? Wartet mal. Puh. Der Armbrustschütze, der... Ja, was will ich noch machen hier, ne? Der kann ja nichts mehr. Ich hoffe, wir bekommen mal ein bisschen was. Ah! Schießt er den um, ne? Verdammt. Verdammt noch eins. Jetzt im Grunde können wir nur noch auf unseren Ritter zählen. Ja, nee, nicht ganz. Da... Unser Söldner haut auch noch ein bisschen mit rein. Aber kaum, ne? Der macht kaum Schaden, unser Söldner. Das ist fast schon traurig, was hier abgeht. Oh, und kaum was bekommt man, ne? Bekommt so wenig. Könnte mich schon wieder ärgern hier. Da unten war doch irgendwo eine Kirche. Ja. Trotzdem werde ich dem jetzt mal hier seine Wundheilung rausziehen. Hat noch irgendjemand Wundheilung? Oh, den habe ich ja so viel verbraucht, ne? Hat noch jemand von euch Wundheilung? Plus 25 Gesundheit. Nee, mal du nicht. Sondern... Nimm du das mal. Dich würde ich so gern aufrüsten. Aber. Was denn bleibt hier mit? Plus 4? Das muss ich dir auch noch geben. Ich wollte es verkaufen. Was ist denn das? Trophäen. Können wir hier verkaufen eigentlich? Ja. Aber hier. Oh, fast nix. Ich habe gedacht, es gibt mehr. Aber fast nix. So. Ja, unsere Heilerin. Die muss geheilt werden. Unser Freund... Oh, 131! Oh, jetzt aber... Na, also jetzt sind wir am Ende angekommen, oder? Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Das schaffen wir nicht. Das schaffe ich nie. Keine Chance. Das schaffe ich nie. Nie. Was soll denn das werden? Halt, warte mal. Habt ihr irgendjemanden gesehen hier? Was? Ich will keine Kämpfe hier mehr machen. Ich will keine Kämpfe mehr. Also ich möchte... Oh Gott, was mache ich denn? Vor allen Dingen, die haben immer Tausende von Bogenschützen hier. Seht ihr es mal? Das ist doch bestimmt, das machen die doch mit Absicht hier. Schau doch mal hin. Das kann auch nicht mit rechten Dingen zugehen. Jetzt wollen sie uns hier so richtig nochmal zeigen, dass wir nichts können. Na. Ist doch klar. Vor allen Dingen, wieso können die...
Bogenschützen. Achso, die Armbrustschützen, ne? Das passt schon. Ah. Das ist gar nichts. Burg Steingart wacht über den Pass ins Vogelland. Sie thront auf den riesigen Hügel und ihr Name leitet sich vermutlich vom Wort Steingarde ab. Ich gebe auf hier. Ich gebe einfach auf. Ich kann immer. Ich bin am Ende. Hab verloren. Was ist denn eigentlich da unten noch? Wieso ist denn das noch rot? Gehen wir zum Kanzler? Ja, anderes fällt mir jetzt momentan nicht ein. Ich glaube zwar kaum, dass der uns irgendwie Geld gibt, aber... Ich meine, wir sind ja jetzt wirklich am Ende angekommen, ne? Wir sind jetzt wirklich... Halt, warte, geh nochmal hier rein. Wir sind jetzt wirklich am Ende unserer Reise angekommen, ja. Ja, das ist ja wirklich nicht mehr machbar. Das ist... Versteh dir. Das geht gar nicht. 148. 149. Ein Scherz. Absoluter Scherz. Was brauchten wir? Belagerung? Unterstützungsplatz. Ne, da war doch irgendwas, was ich wollte, ne? Ach ja, reduziert den erlittenen Schaden, ne? Mhm. Ja, was soll's? Bringt ja eh nix. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen deprimiert. Ihr merkt's, ne, an meiner Stimme. Ja, ich weiß, dass ihr jetzt natürlich zu mir sagt, ja, hättest du nicht auf schwer gespielt und auf hart, aber das ist, es ging doch die ganze Zeit ganz gut und plötzlich, oder? Ich will doch auch ein bisschen eine Herausforderung haben, oder? Hm. Mist. 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 Berthold. Wieder ein Berthold. Jo. Gerüchte? Der flinke Mattes. Ja. Den blöden Mattes. Haben wir das alles schon gehört? Ich glaube, ne? Ich glaube. Rotkron? Wir starben im Feuer, jene überlebten Streu. Ich weiß es echt nicht mehr. Keine Ahnung. Zu lange her. So, wir wollen. Es scheint, dass ihr euren Wert für die Stadt unter Beweis gestellt habt. Der Herr Kanzler in seinen Gemächern wartet auf euch. Sehe ich richtig, Herr Alban? Ihr lasst mich durch und fragt nicht einmal nach einem Papier des Magistrats, das meine Identität bestätigt?
Man kann nur selten jemanden vertrauen, indem man zum ersten Mal sieht, Heinrich. Doch wie ihr bemerkt, war mein erstes Urteil euch gegenüber ungerecht. Ich hoffe, dass ihr nicht eurem ersten Urteil über mich vertraut. Kommt herein. Werner von Sterchs Gesichtszüge kommen mir bekannt vor. Höchstwahrscheinlich habe ich ihn während meiner Kindheit zusammen mit meinem Vater gesehen, doch mit der Zeit ist die Erinnerung verblasst. Werner sitzt auf einem massiven Eichenstuhl, der Tisch vor ihm ist mit Dokumenten übersät. Werner erhebt sich und vollführt eine grüßende Geste. Ha! Wie schön, euch zu sehen, lieber Junge! Werner von Sterch, zu euren Diensten. Es scheint passend, dass die Probleme dieser Stadt von Sohn eines guten Freundes gelöst wurden, der selbst einen edlen Charakter besaß. Herr von Sterch, leider hat mich ein Kummer umfangen, der so groß ist, dass selbst ein Treffen mit euch ihn nicht lindern kann. Euer Freund, mein Vater, er wurde ermordet und mit ihm meine ganze Familie. Ich selbst wurde in der Stunde meiner größten Verwundbarkeit von jemandem betrogen, den ich für einen Freund gehalten hatte. Nun erhebt er Anspruch auf meine Ländereien und auf meine Titel. Und ich weiß keinen anderen Rat, als euch um Hilfe zu bitten. In der Tat, schreckliche Neuigkeiten. Ich kannte Leonard von Lahnstein seit meiner Jugend. Ja, so schlechte Nachrichten hatte ich nicht erwartet. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um euch zu helfen. Aber sagt erst... Kennt ihr den Namen des Mörders? Enderling, Landgraf von Westrottwald. Verflucht sei dieser Mann! Verflucht. Ihr scheint selbst mit ihm zu tun gehabt zu haben. Der Landgraf träumt schon lange vom Thron des Herzogs. Nun sammelt er seine Armee, um den Traum wahr werden zu lassen. Eure Nachrichten ergeben Sinn. Er will für Unruhe im loyalen Süden sorgen, in Lahnstein. Doch ginge es ihm nur um Lahnstein? Ihr habt sicher von dem Unglück gehört, das über die Familie des Herzogs gekommen ist, die ganze Stadt. Sie spricht darüber. Der alte Herzog kann sein Bett nicht mehr verlassen, kein Heiler kann ihm helfen. Sein jüngster Sohn, der 16-jährige Bruno, starb unlängst an einer unbekannten Krankheit. Sein ältester, Sohn Ludwig, nun, er ist seit Monaten verschwunden. Möge die Erde mich verschlucken, wenn das nicht Enderlins Werk ist. Außerdem, Herzog, besitzt niemand genug Macht und Einfluss, die hiesigen Ritter daran zu hindern, gegeneinander Krieg zu führen. Noch ein wenig mehr Unruhe und schon wird das Herzogtum im Chaos versinken. Dann wird der Landgraf zuschlagen und wenn er nach Windfeld kommt, ja, dann wird die Elbe durch das Blut der Unschuldigen über ihre Ufer treten. Der Kanzler senkt den Blick und fasst sich ans Kinn. Er blickt wieder nach oben und unsere Blicke, sie treffen sich. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun. Doch vertrauenswürdige Menschen sind die beste Waffe. Dann habt ihr mich. Dann habt ihr mit mir einen auf eurer Seite. Ich freue mich, das zu hören, Heinrich. Wenn ihr eurem Vater auch nur ein wenig ähnelt, dann gibt es keinen besseren Verbündeten. Wir haben einen gemeinsamen Feind und gemeinsame Ziele. Was eure Ländereien angeht, wird es ein leichtes sein, den Herzog davon zu überzeugen, euch Lahnstein zurückzugeben. Aber wir müssen dafür sorgen, dass dem Herzog nicht sein Thron entrissen wird. Ich habe einige Aufgaben für euch. Sie mögen euch klein erscheinen, doch sie werden sich im Ganzen oder im großen Ganzen als deutlich größer erweisen. Ein gewisser Ole von Blicksee schuldet der Stadt eine Menge Geld. Es war... mit seinem Vater abgemacht, dass seine Burg und die Ländereien von Blicksee der Stadt übergeben werden würden, um die Schuld zu begleichen. Doch Ole nutzte die unruhigen Zeiten, um seine Schulden zu verstecken. Eure Aufgabe ist es, ihn zu besuchen und daran zu erinnern, seine Ausstände zu begleichen. Ihr könnt Ole auch mit einem vorgetäuschten Grund nach Windfeld locken. Dann wird die dortige Wache seine Schulden kassieren, ohne dass ihm jemand helfen kann. Wenn es gar nicht anders geht, könnt ihr seine Burg gewaltsam einnehmen. Aber ich vertraue darauf, dass ihr intelligent genug seid, dies zu vermeiden. Vermeidet es jedoch, Ole zu töten. Ich brauche ihn lebendig. Als Anreiz werde ich persönlich dafür sorgen, dass der Magistrat euch Burg Blicksee mindestens ein Jahr lang als Residenz überlässt. Ja? Vielleicht. Ich kenne Ole von Blicksee. Und er hat mir eine komplett andere Geschichte erzählt. War das nicht der so nett war? Seid ihr überrascht, dass er Lügen darüber auftischt?
Wie auch immer. Kümmert euch unverzüglich um ihn. Ah, das ist ja doof. Den habe ich gemocht. Mit dem sind wir in den Kampf gezogen. Ich kann mich erinnern. Blöd. Naja, dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, jetzt haben wir natürlich so eine Hustentruppe nur noch um uns, ne? Wir hätten gleich zum Kanzler reingemusst. Und dann die anderen Aufträge.